Geschwisterzimmer einrichten, eine Herausforderung. Heute gibt es meine besten Tipps im aktuellen Raumtalk. Bleibe dran. Willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin, die Gründerin der I Love My Home Community und zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Ziel und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. Wir kommen heute zu einem ganz speziellen Thema Geschwisterzimmer. Das eine Zimmer, wo mehrere Kinder drinnen wohnen, schlafen, lernen, was auch immer. Wie gestalten wir das am besten? Worauf achten wir da besonders, um beide oder auch mehr zu stärken? So oft kommt diese Frage in meiner I Love My Home Community. Dort gibt es auch einen kleinen Minikurs zum Thema Kinderzimmer einrichten, wo es natürlich auch darum geht, wie wir da speziell bei Geschwisterzimmern vorgehen. Wenn du dabei sein willst, komm am besten gleich auf www.mariahusch.com/ilovemyhome und du kannst loslegen. Geschwisterzimmer. Da gibt es natürlich den einen Grund, es gibt nicht mehr Platz und die sind gemeinsam in einem Zimmer oder wir entscheiden uns bewusst dafür. Es gibt zwei Räume und der eine ist eher der Schlafraum, der andere eher der Spiel- oder Lernraum der Kinder. Und sehr, sehr oft werde ich da auch gefragt, was so die Erfahrung ist. Und das ist natürlich sehr, sehr individuell. Grundsätzlich bei der Kinderzimmergestaltung, mein Tipp ist da auch wirklich, die Kinder mit einzubeziehen. Denn die haben oft das Gefühl, was es braucht. Vor allem, wenn wir uns länger damit auseinandersetzen. Ja, im ersten Moment sagen die vielleicht auch Dinge, die sehr cool wirken und so weiter. Aber im zweiten, wenn sie genau hinfühlen, dann sind die eigentlich die Meister, um wirklich auch zu spüren, wie unsere Räume wirken, wo der beste Schlafort ist und ob sie das wollen oder nicht. Und ich kenne viele, viele Familien, wo es eigentlich getrennte Zimmer von den Geschwistern gibt und die wollen dann eher gemeinsam schlafen. Die wollen einen gemeinsamen Raum und dafür einen gemeinsamen Raum auch zum Lernen oder zum Spielen. Meistens ist es dann so ab 10, 11, dass noch mehr dieser Wunsch ist, jetzt individuell weiterzugehen, mich selbst zu stärken. Und selbst wenn es ein Raum ist, dann braucht es da auch wieder Veränderung, wo wir uns nochmal stärken und vielleicht mehr Trennungen machen und nochmal mehr da auch die einzelnen individuellen Personen stärken. Geschwisterzimmer gestalten beginnt natürlich mit dem, welche Funktionen brauchen wir in dem Raum. Kinderzimmer ist grundsätzlich der schwierigste Raum in der Gestaltung, weil so viele Funktionen meist auf kleinem Raum sind. Und jetzt mehr oder weniger mal zwei. Und natürlich kommt es auch darauf an, welcher Altersunterschied da ist und so weiter. Aber wir brauchen zwei Schlafplätze, die wirklich kraftvoll sind. Wir wollen zwei Lernplätze, die wirklich kraftvoll sind. Wir brauchen den doppelten Stauraum und dann kommen die Freunde und die Freunde und das alles soll untergebracht sein. Die erste Frage ist, was können wir auslagern? Speziell dann, wenn wenig Platz ist. An Lagerflächen, auch für die Kleidung. Auch da habe ich schon einige Sachen gefunden, wo die Kleidung gar nicht in dem Raum ist, sondern zum Beispiel im begehbaren Kleiderschrank der Eltern oder im Flur. Können wir vor dem Spielen, beim Lernen was auslagern, was alle eigentlich auch im Büro lernen, wie auch immer. Was können wir auslagern? Und dann gibt es natürlich die Funktionen, die wir da drinnen brauchen und möchten. Da beginnt es mit der wirklich Grundrissplanung und eins müssen wir sagen. Grundsätzlich beim Kinderzimmer, es wird nie die perfekte Lösung geben, wo alles 100% optimal ist und beim Geschwisterzimmer noch weniger. Da braucht es auch Kompromisse und da braucht es das Hinschauen, welches Kind braucht da was
Und es braucht Flexibilität, dass wenn sich was verändert bei den Kindern, wenn Herausforderungen aufkommen, auch zwischen den beiden, dass wir da auch anders wieder umstellen und so weiter. Grundsätzlich ist es sinnvoll, gemeinsame Bereiche zu haben und individuelle Bereiche, die die einzelnen Kinder alleine gestalten können. Das sind manchmal nur ganz kleine Bereiche, aber wirklich als Person Raum einzunehmen. Und da würde ich schon beginnen mit den ganz, ganz Kleinen. Eigentlich schon ab den Babys, dass die wirklich auch Raum einnehmen, mit ihren persönlichen Dingen einen Rückzugsort haben. Und das ist manchmal im Bett oder im Bettbereich. Manchmal ist es sinnvoll, einen Teil des Raumes irgendwie zu trennen, unterschiedliche Farben zu nutzen, dass jeder seinen Bereich hat. Aber auch die Gemeinschaftsräume zu haben. Auch das habe ich schon erlebt, Geschwisterzimmer, wo gefühlt eine Glaswand dazwischen ist und alles extrem geteilt und da ist oft dann mehr Rivalität und weniger Gemeinsamkeit. Also hier drauf achten, wirklich auch bewusst individuelle Gestaltungen zulassen, individuelle Wünsche umzusetzen, soweit es geht. Manchmal ist es natürlich nicht möglich, wirklich zwei gute Bettpositionen zu haben, die getrennt sind. Ihr könnt euch auch natürlich anschauen, die anderen Raumtalks zum Thema Kinderzimmergestaltung. Feste Rückwand ist wunderbar, wirklich ein Bett in einer ruhigen Position, damit es ein bisschen so wie eine Höhle wird, wo ich zur Ruhe kommen kann und gestärkt bin. Und das ist oft für zwei nicht möglich. Dann brauchen wir irgendwelche Stockbettlösungen und so weiter. Und ganz klar, da kommen oft Herausforderungen. Oben ist eher aktiv, da muss ich hinauf und hinunter. Unten ist eher Höhle. Bewusst entscheiden, wer ist unten, wer ist oben. Ja? Oben ist auch manchmal ein bisschen mehr Unsicherheit. Ja, viele, die einem so ein Hochbett wollen, die kommen dann wieder hinunter und bei Stockbett muss irgendwer oben sein. Da auch manchmal wechseln, manchmal ja ganz andere Lösungen, als man glaubt. Oft ist es so, die Älteren sind einfach oben und wenn die total aktiv sind, unten ist mehr das zum Ruhekommen, dann würde ich eher die ruhigeren hinaufgeben. Wie viel Raum nehmen die einzelnen Kinder im Leben und in der Familie ein? Muss ich den einen mehr stärken, dem mehr Raum geben? Hat die eine Person vielleicht auch Herausforderungen, gesundheitliche, und dem gebe ich mehr Raum? Umgekehrt aber auch oft, der eine Geschwisterkind hat Herausforderungen, hat so viel Raum im Leben und im Raum auch, und das andere ist gar nicht mehr sichtbar. Gerade da ist es wichtig, auch hinzuschauen bei Geschwisterkindern und wichtig dann auch zu erkennen, wann es wieder Veränderung braucht. Grundsätzlich empfehle ich, ganz egal ob Geschwisterzimmer oder nicht, so einmal im Jahr die Gestaltung von Kinderzimmern neu zu konzipieren und eigentlich von null wegzugehen. Ich mache das auch bei jedem anderen Raum, aber dort speziell. Kinder entwickeln sich weiter. Und da die Frage zu stellen, passt das noch? Weil oft erleben wir, dass so die Zimmer der 3-4-Jährigen und eigentlich mit 14, 15 hat sich dann nicht mehr viel geändert, es ist nicht mitgewachsen. Und gerade im Geschwisterzimmer können wir dann noch verändern, umstellen und Dinge ausprobieren, um da loszulegen. Spezielles Thema, und da braucht es manchmal auch individuelle Lösungen, ist natürlich auch ein Thema, wo es oft 1:1 Beratung bei mir gibt oder in der Fragestunde in der I Love My Home Community. Wie würdest du die Betten stellen? Das ist unsere Herausforderung, war erst in letzter Zeit einiges. Also, wenn du in die I Love My Home Community kommst, da kannst du mich auch fragen. Zweimal im Monat gibt es die Möglichkeit, da auch Fragen zu stellen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Raumtalk. Dann heißt es wieder, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt.